Hallöchen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Chronicles China. Ich bin Xiao Jun, der Schatten, der Blitz aus Stahl und Schatten, wollte ich sagen. Geht gut los heute. Und wir befinden uns immer noch in Nanang und versuchen heute mal etwas vorwärts zu kommen hier. Und schon wieder zu langsam. Nee. Unfähig. Da habe ich echt versucht auszuweichen, hab's aber einfach nicht geschafft. Nee. So, also am besten hier jetzt gleich hoch. Genau. So, und dann sind wir hier schon mal vorbei auf jeden Fall. Hier, das Ding haben wir noch gar nicht angesammelt. Na gut. Ich dachte, das hätten wir schon gehabt, ehrlich gesagt, aber dann eben nicht. Ja, und hier sind wir wieder zu langsam. Ich dachte, ich schaffe es noch aus der Reichweite des Rechten zu kommen, indem ich den Linken einfach schnell ersteche. Hat aber nicht wirklich funktioniert. Schade. So. Na komm schon hoch hier. Das war knapp. Warum ist hier oben eigentlich so ein Verbindungsbalken? Da kommt man ja gar nicht so wirklich hoch, oder? So, aber jetzt haben wir das Ding hier schon eingesammelt. Sehr schön, da müssen wir also nicht nochmal lang. Ich schaue noch mal gerade auf die Karte. Deswegen ist der Verbindungsbalken da, weil wir hier hoch müssen und dann nach rechts rüber sollen. Ergibt also durchaus Sinn. Und Schattengold. Weil wir das Ganze da an der Stelle, wo wir erwischt wurden, natürlich noch mal wiederholt haben. Und das Tor hier steht offen. Verdächtig. Your Highness, it is good to see you again. What is wrong? I'm sorry. Nur Verrat. Na toll. Und ich denke, wir haben zu wenig Punkte für die extra Lebenspunkte. Ja. Aber den erweiterten Helix-Balken haben wir. Also wir hätten das geschafft, wenn wir die mittlere Konkubine auch gerettet hätten. Dann hätten wir einfach noch 300 oder 400 extra Punkte bekommen. Und dann wären wir über der Punktzahl gewesen, die wir gebraucht hätten. Aber so, meh. Erweiterter Helix-Boost. Erhöht die Menge an Helix-Boost, die Xiao Jun sammeln kann. We meet again, Xiao Jun. I recognized you in Na'an. I remembered that you were once a concubine, along with the Empress.
She was more than willing to lure you here. Lies! I had no choice. She chose to live. Her life meant more to her than yours. Who would blame her? I forgive you, sister. Your forgiveness is touching, but useless. There will be no rebirth of the Assassin's Brotherhood. You have no friends left. The last person alive who you thought you could trust betrayed you. That is how we wiped out your kind. So trusting of others, so weak and pathetic. The same qualities your master showed just before I killed him. Come closer, and I'll show you how weak and pathetic I am. Master, allow me. Ja, das werden wir noch sehen, wer hier und überhaupt. Dämonenfeuer, 1530, die verbotene Stadt. Während Shao Jun und Qiu Ju um Leben und Tod kämpfen, breitet sich ein verheerendes Feuer, das durch die Kämpfe ausgelöst wurde, in der ganzen Stadt aus. Sobald Shao Jun Jun Qiu Ju besiegt hat, muss sie aus dem Inferno entkommen, solange es noch einen Fluchtweg gibt. In 6 Minuten 30 müssen wir das Ganze schaffen, nach Möglichkeit. Und so beginnt also das Feuer. Sehr schön. Ja. Also Wurfmesser jetzt noch in der Hektik zu benutzen. Möglich. Und ja, okay, da sind wir also zu dicht ans Feuer rangekommen. Gut zu wissen. Ich hatte eigentlich vor, den Typen damit zu erschlagen, aber... Komm schon, warum pariert sie denn nicht? Ich drücke da und... funktioniert also ganz wunderbar. Da freue ich mich. Hier, bitte, danke. Komm schon. Okay, das war zu langsam. Sage ich mal. Also, das schaffen wir schon irgendwie hier. Denke ich mir. Ja, also da ist natürlich wieder blöd, dass sie ihn immer so weit weg drückt gleich. Ah, zu langsam. Ah, da haben wir es mal geschafft zu rollen. Sehr schön. Und ja, stich doch noch mal zu. Ich glaube, der hat noch gelebt oder so. Nein, ach, ne, okay, verdammt. Den Bubbel da habe ich natürlich übersehen. Wo starten wir jetzt? Nochmal von ganz vorne? Ne, zum Glück nicht. Gibt es hier eigentlich irgendwo was? Man weiß es nicht, wird nicht angezeigt. Müssen wir also unterwegs rausfinden. Springen. Und hüpf und hüpf und hoch und gut, da hätte ich die Wand hochgemusst. Gut zu wissen. Also hier so Hüpf- und Klettereinlagen sind ja genau mein Ding, sage ich euch. Genauso wie die Kämpfe. Ah, das ist knapp, super knapp, ultra knapp.
Oh, spring. Oh. Tick zu spät gesprungen, beziehungsweise versucht zu springen. Hopp, 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 hopp. Blöd ist auch, dass hier nirgendwo der Timer sichtbar mitläuft. Man hat zwar nur 6 Minuten 30, aber der Timer wird einem halt nicht angezeigt hier. Okay, und immer wenn ich da versuche zu springen, sterbe ich. Also ohne Springen vielleicht einfach mal. Denn beim Springen kann es natürlich sein, dass ich da zu lange an der Stelle bleibe. Ja genau, ne? Da macht sie so eine kleine Pause. Verharrt da quasi. Ah, und das hat auch zu lange gedauert. Da wollte ich ihn eigentlich mit einem mit einer Sprungassassination töten. Boah. Hat aber nicht ganz geklappt. Weil es einfach zu lang dauert. Also muss es dann auch so gehen. Was? Ah, da war die Stange. Die hätte ich hochgemusst. Ich dachte, ich könnte da über die Flammen springen. So, hier also hoch. Okay. Komm schon, spring. Ach, komm schon. Und hopp. Und zum Fenster raus. Ja, wunderbar. So, kann ich hier? Nein, hier kann ich kein Adler Augenblick irgendwas machen. Komm schon, raus. So, mit denen halten wir uns gar nicht weiter auf hier. Würde ich vorschlagen. Nein, ich will doch nicht da unten dran langklettern. Ich wollte da hoch. Und hopp. Und einmal hier rüber und hoch. Genau so. So, und ich glaube, dass die Wache gerade im Feuer verreckt. Wenn ich das richtig gehört habe. Oh, hier hoch. Oh, da wäre ich beinahe ins Feuer reingeschlittert. Das war schon ein kleines bisschen knapp. Spring, ja. So, also da unten wären wir tatsächlich nicht weitergekommen. Oh, oh, oh. Oh, oh Gott. Ja, okay, da hat es uns erwischt. Ich dachte, uns hätte schon ein Screen weiter links erwischt. Oh mein Gott. So, jetzt also das Ganze hier. Ups, bisschen flüssiger. Ja, hier, ne, da stand sie eigentlich schon voll im Feuer drin. Da dachte ich, es hätte sie schon erwischt. Und da bin ich kurz hängen geblieben. Da hatte ich auch nicht damit gerechnet, dass sie sich an der Stange festhält. Ich dachte eigentlich, sie rennt unten weiter.
runter, bin ich zu kurz gesprungen. Oh, super, schön, ganz toll. Ja, also funktioniert wirklich ganz hervorragend. Oh, da wollte ich eigentlich mal versuchen zu springen. Ging nicht. Da habe ich aber vielleicht auch eine Sekunde zu spät gedrückt. Beziehungsweise den Bruchteil einer Sekunde. So, und hier, da unten brennt schon alles. Umspringen. Ja, okay, schön. Wow. Zum Glück ist das alles hier nicht so knapp. Gar nicht. Ah, hier rechts hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Knapp. Oh, oh, oh. Oh Gott, ist das knapp. Ach, da bin ich an der Schräge hängen geblieben. Ich dachte, wir passen da drunter durch, aber da muss man tatsächlich rutschen. Und dann... sofort wieder drüber springen über das nächste Hindernis. Also hier rutschen, springen, rutschen... und Arschbombe. Ja, geht doch. Gar kein Problem. Easy. 5:26 haben wir geschafft. Also nicht direkt Sprinterzeit, aber deutlich unter den geforderten 6:30. Und alle Animus-Scherben haben wir auch mitgenommen. Das ist super. Das ist sehr, sehr gut. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir da alle erwischen. Im letzten Level haben wir, glaube ich, die Hälfte, also im letzten Feuerlevel, was im Hafen von Macau war, denke ich, da haben wir die Hälfte liegen lassen. Von daher war doch recht gut. So, ich beende die Folge hier und dann schauen wir gleich in der nächsten Folge, also für mich gleich, für euch dann morgen, wie es weitergeht. Und ich wünsche euch bis dann noch einen super schönen Tag, Jungs und Mädels. Macht's gut, ciao.